Das Arbeitsgericht in Eberswalde soll erhalten bleiben. Darüber sind sich die Bürgermeister der großen Städte des Nordosten Brandenburgs einig. Mit einem gemeinsamen Schreiben fordern sie Ministerpräsident Dietmar Woidke auf, sich für den Erhalt des wohnortnahen Standortes einzusetzen und nicht in Neuruppin zu zentralisieren. Bei dem Treffen im Schweder Rathaus verdeutlichten die Bürgermeister klar, dass sie eine Petition starten und der Landesregierung die rote Karte zeigen werden. Sie erwarten von den Landtagsabgeordneten Einsatz und nicht nur Lippenbekenntnisse.